Wir machen also weiter mit den Messstellen für den Blutdruck. Die Hauptmessstelle ist der Oberarm. Das glaube ich schon sehr allen klar. Und zwar, indem man die Arterie brachialis, die da eingezeichnet ist, zusammendrückt. Jetzt kurz zum Prinzip, wie man den Blutdruck misst und warum das überhaupt möglich ist. Ihr seht jetzt also da die Manschette in grün, an der Manschette einen Blasebalg, mit der ich die aufpumpe, und ein Manometer, wo ich dann den Druck ablesen kann. Zusätzlich brauche ich noch ein Stethoskop, das ich mir in die Ohren stecke und das dann in der Ellenbeuge gelegt wird, ungefähr in dem Bereich, wo man weiß, dass man dieses Blut strömt, also die Strömungsgeräusche am besten hört. Jetzt ist es so, indem ich mit dem Blasebalg diese Manschette aufblase. Also nachdem ich mit dem Blasebalg diese Manschette aufblase, wird der Druck in der Manschette irgendwann höher als der Druck, der bei uns da in der Arterie fließt. In dem Moment, wo der Druck höher ist, kann kein Blut mehr vom Oberarm in den Unterarm fließen, weil ich genau die Stelle abgesperrt habe. Wenn jetzt bei der Manschette an diesem Rädchen ganz vorsichtig der Druck abgelassen wird, dann wird irgendwann der Manschettendruck so langsam nach unten sinken und irgendwann ist der Druck in der Manschette geringer als der Druck in der Arterie. Und zwar genau im Moment der Systole, also wenn das Herz in der Kammerkontraktion den stärksten Ausstoß hat und der Manschettendruck geringer ist als dieser Auswurf, dann höre ich den ersten Ton da in meinem Stethoskop. Und den höre ich jetzt so lange, höre ich dieses Pochen, bis die Manschette immer noch weiter Luft ablässt und der Druck kleiner wird als auch der Druck in der Diastole. Denn in der Diastole haben wir gesagt, das ist diese Erschlaffungsphase im Herzen, also die tiefste Druckstelle, wenn das Herz in der Erschlaffungsphase ist, ist irgendwann noch höher als der Druck in der Manschette und in dem Moment höre ich keine Töne mehr, weil dann kann das Blut wieder ungehindert durchströmen, weil die Manschette einfach sehr locker ist und der Druck unterm diastolischen Druck ist. Das heißt, was wir da mit dem Stethoskop hören, das ist nicht der Puls, den ich da höre, sondern ich höre Blut strömt nicht, Blut strömt nicht. Das ist genau das Prinzip. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Ich drücke meine Manschette, blase meine Manschette so lang auf, bis der Druck in der Manschette höher ist als der in der Arteria brachialis. Dann höre ich einmal über mein Stethoskop nichts mehr, weil kein Blut fließt. Dann lasse ich aus der Manschette einen leichten Druck ab, ganz vorsichtig am Rädchen drehen. Dann wird der Arteriendruck höher, und zwar in der Systole, als der in der Manschette. Danach ist er aber wieder niederer in der Diastole. Dann wird er wieder höher in der Systole, niederer in der Diastole. Und immer dieses höher in der Systole höre ich dann als Ton, den nennt man Korotkopftöne. Und in dem Moment, wo die Manschette aber den niedersten Druck hat, also unter die Diastole fällt, also indem sie fast erschlafft ist sozusagen, kann ja wieder ständig Blut strömen und dann höre ich natürlich auch keine Töne mehr. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich erklärt. Wir werden es im Praxisunterricht natürlich nochmal wiederholen. Da am Manometer kann ich eben den Blutdruck ablesen. Indem ich aufpumpe, dreht sich sozusagen der Pfeil nach oben. Und ab dem Moment, wo ich ablasse, geht der Pfeil langsam wieder nach unten. Und wenn ich den ersten Ton höre, dann bleibt es da zum Beispiel stehen. Und dann kann ich sagen, aha, 170 merke ich mir. Dann höre ich bum, 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 vielleicht so lang, bis er bei 100 ist, wenn wir jetzt einen erhöhten Blutdruck hätten. Und danach höre ich nur wieder ein Sch, also da höre ich wieder die Strömungsgeräusche. Und das, den ersten Punkt des Ausschlags und den letzten Punkt des Ausschlags, das ist das, was ich mir merke. Und damit habe ich meine zwei Werte, systolischer und diastolischer Durchdruck. Blutdruck. Was übrigens in dem Fall die Nadel macht, und wenn man das genau beobachtet und nicht so gut hört, dann macht die Nadel immer so einen kleinen Rückschlag nach oben. Also in dem Moment, wo die Korotkopftöne beginnen, wo also das Blut strömt, macht die Nadel, wenn wir uns das so vorstellen, ein ganz kleines Zack, Zack nach oben. Dann geht sie weiter nach unten und macht nochmal so einen kleinen Ausschwenker nach oben. Und das ist das, was ein bisschen hilft für diejenigen, die es nicht so gut hören, das ein bisschen hilft,
das Ganze zu sehen, beziehungsweise das unterstützt. Gut, dann gehen wir da eine Seite weiter. Es gibt natürlich auch alternative Messstellen für den Blutdruck. Also wenn der Oberarm aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, zum Beispiel beim Unfall, wenn ein Bein amputiert ist oder Arm amputiert ist oder blutet, dann kann man es am Oberschenkel messen. Oder es gibt noch den distalen Unterschenkel, also oberhalb des Knöchels. Aber ich sehe, es ist schräg geschrieben, es hat also für uns jetzt nicht wirklich eine Relevanz für unseren Beruf in der Praxis. Wie sind jetzt die verschiedenen Messmethoden? Also die wir hauptsächlich in der Praxis verwenden, ist die sogenannte auskultatorische Messung. Auskultatorisch haben wir schon mal gehabt im Rahmen des Unterrichts. Das bedeutet, hat immer etwas mit dem Hören zu tun. Also wenn ein Patient erkrankt ist, der hat einen Infekt und der Arzt hocht die Lunge ab, dann wird er sagen oder in die Bemerkung einschreiben, auskultatorisch O-Punkt, B-Punkt. Also beim Abhören hat er nichts gehört. Oder er schreibt auskultatorisch einzelne RGs. Das würde bedeuten einzelne Rasselgeräusche. Also immer wenn irgendwo auskultatorisch steht, hat das mit dem Hören zu tun. Das heißt auch in dem Fall bei der Blutdruckmessung, dass der systolische und der diastolische Wert mit dem Stethoskop gemessen und damit auch gehört werden. Und wie wir das machen, habe ich euch vorher erklärt, habt ihr aber dann noch schön aufgeschrieben. Bei der palpatorischen Messung im Notfall wird nur der systolische Wert ermittelt. Das heißt, man palpiert, palpieren heißt, man tastet den Radialispuls, was wir ganz am Anfang auch schon gelernt haben, also mit drei Fingern in der Höhe ein bisschen oberhalb des Handgelenks. Und wenn man diesen Puls spürt, pumpt man die Manschette so lang auf, bis der Puls nicht mehr zu spüren ist. Und wenn man dann die Stauung langsam aufhebt, ist der erste Puls, den ich wieder spüre, der systolische Druck. Also da hoche ich nicht, sondern ich höre genau diese Systole, wie wir ja auch gesagt haben bei der Manschette, geht zum ersten Mal Blut in der Systole wieder durch. Also in dem Fall kann ich es auch nur mit dem Puls machen. Und die Pulsmessung habe ich ja grundsätzlich bei der Blutdruckmessung immer mit dabei. Wenn ich also händisch messe, tue ich sowieso, bevor ich aufblase, den Puls fühlen und dann so lange aufblasen, bis der Puls weg ist und noch ein bisschen höher. Und bei der elektrischen Messmethode, also wenn ihr elektrische Messgeräte habt, wird der Puls auch automatisch mitmessen. Bei den Messmethoden gibt es dann noch die elektronische Messung, die hat jetzt nichts mit einem elektrischen Messgerät zu tun. Die ist also ohne Stethoskop und wird vor allem auf Intensivstationen gemacht. Oder die blutige Methode, wo wirklich in die Arteria radialis ein Katheter eingeschoben wird. Das einfach nur zur Ergänzung. Nochmal jetzt also zur Wiederholung, da steht jetzt für euch alles drauf, was ich versucht habe, euch vorher an der Skizze zu erklären. Die auskultatorische Messung bedeutet also, dass mit einer Oberarmmanschette, die an einem Manometer angeschlossen ist, der Blutstrom unterbrochen wird. Die Manschette wird also aufpumpt, bis der Manschettendruck höher ist als der systolische Blutdruck. Mit einem Stethoskop, das ich auflege, höre ich jetzt nichts mehr. Also da ist Stille, vielleicht ein leichtes Rauschen. Jetzt wird das Ventil an der Manschette ganz vorsichtig geöffnet, damit wirklich vorsichtig. Man muss sich ein bisschen mit dem Radl auch vertraut machen, weil wenn man das zu fest zudreht und dann aufdrehen will und dann hat man einen starken Widerstand, dann geht das so schnell, dann fließt es so schnell durch, dass man die Strömungsgeräusche gar nicht, beziehungsweise die Korotkopftöne gar nicht mehr hören kann. Das heißt, der Druckabfall soll ganz langsam sein, also nicht mehr als 3 mm Hg pro Sekunde. Und wenn eben der Manschettendruck gleich groß ist wie der systolische Druck, beziehungsweise knapp darunter, strömt zum ersten Mal wieder Blut. Und das ist genau das, was ich höre. Und es strömt ja nicht kontinuierlich, weil in der Diastole ist der Manschettendruck ja wieder höher. Das heißt, in der Diastole kollabiert die Arterie wieder und dann hat sie wieder Platz. Es kommt also zu einem Wechsel von Blut strömt und Blut strömt nicht. Und das sind genau diese klassischen Korotkopftöne, die man mit dem Stethoskop hören kann. Das Ventil bleibt ja dann offen, der Druck sinkt weiter ab und irgendwann ist der Manschettendruck unter dem diastolischen Druck. Das heißt, die Arterie ist ständig offen und die Strömungsgeräusche verschwinden oder werden zumindest deutlich leiser. Wenn ich jetzt eine Blutdruckmessung beim Patienten mache, ist es wesentlich, dass ich immer die gleichen Bedingungen habe. Weil wenn ich die Blutdruckwerte von einem Patienten beurteilen will über längere Zeit, brauche ich immer die gleichen Gegebenheiten auch für den Patienten.
Ich kann also nicht, wenn der Patient kommt, einmal im Liegen, einmal im Sitzen, in verschiedenen Situationen das machen, einmal gleich nachdem er gekommen ist, einmal lasse ich eine Viertelstunde sitzen, sondern möglichst immer die gleiche Situation schaffen. Die bedeutet, es soll in Ruhe sein, immer im Liegen oder im Sitzen. Die Beine müssen nebeneinander stehen, weil in dem Moment, wo ich die Beine überkreuze, also überschlage, so wie mir Frauen auch gern da sitzen, erhöht es den Blutdruck. Und der Patient soll nicht sprechen. Also der Patient soll auf jeden Fall dabei still sein, weil auch das Sprechen erhöht den Blutdruck. Normalerweise ist der Blutdruck an beiden Armen fast gleich. Und wenn es Unterschiede gibt, dann seien das meistens so irgendwelche anatomische oder pathologischen Besonderheiten. Sollte das auffallend sein und auf einer Seite der Blutdruck sehr viel höher als auf der anderen Seite, dann muss man das einfach einmal abklären lassen. Gut, dann machen wir wieder eine kleine Pause und dann geht es weiter.